Das ist ein Hall. Das ist ein veganer ASMR-Hall. Hallo und ganz, ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen geflüsterten ASMR-Video auf meinem Kanal. Whispering Jane ASMR. Ich hoffe, es geht. Jeder kennt ja mittlerweile diese Shots in diesen kleinen Plastikfläschchen oder Döschen, wie auch immer man das nennen will, die man kaufen kann. 99 Cent, 1,99. Und die sind auch sehr lecker. Ich persönlich mag am meisten den Ingwer-Shot bei Rewe, von dieser, ich glaube, einer holländischen Firma. In einem transparenten Plastikfläschchen mit einem großen Deckel. Leider gerade nicht mehr da. Die gibt es mittlerweile auch in größerer Füllmenge für 3,99. Und man spart, glaube ich, einen Shot, als würde man die Shots alle einzeln kaufen. Und dies hier ist die, so denke ich, günstigere, kostengünstigere Variante, die natürlich nicht so portabel ist. Also da ist kein Saft, kein Apfelsaft drin oder Zitronensaft. Das ist hier 100%iger Ingwersaft Bio. Wir haben hier 95% Ingwersaft drin und tatsächlich doch auch Zitronensaft. Er ist ziemlich milchig, also richtig hochkonzentriert. Und ich habe einen sehr leckeren Saft, den ich mir bei Edeka immer wieder kaufe, so einen grünen in der Glasflasche. Ist All-In Fruits oder sowas. Da sind so ein paar exotische Fruchtsäfte drin. Den mixe ich mir mit diesem zusammen. Und etwas Wasser dazu, wenn ich ihn nicht zu süß will. Und hier haben wir 200 Milliliter reinen, fast reinen Ingwersaftes. Ist für manche Menschen entspannend, wenn sie zusätzlich noch ein paar nette Sounds, sanfte Sounds hören, auch wenn es vielleicht für manche einen immer merkwürdig aussieht. Manche macht das auch aggressiv. Ich liebe es. Tapping. Das ist unser erstes veganes Produkt. Sehr, sehr gesund. Ja, bekannteste Eigenschaft ist ja die anti-entzündungshemmende Wirkung. Ich bin mir nicht sicher, ob er auch eine antivirale Wirkung hat, aber antibakteriell auf jeden Fall. Ja. Kommen wir nun zu drei eingeschweißten Fertigprodukten. Fleischersatz. Und da haben wir einmal etwas, das ich schon aufgebraucht habe.
60.
Von DM. Ich glaube auch Aldi hat
Mixer oder auch mit einem Pürierstab. Und dann seiht man das Ganze durch ein Stofftuch nochmal ab, sodass die festeren Haferbestandteile draußen bleiben. Und dann füllt man das in ein Glas. Genau, und an diesem Haferdrink liebe ich, dass dieser Haferdrink den höchsten Haferanteil hat von allen, die ich bisher gesehen habe im Laden. Wir haben hier 15% Hafer drin. Die anderen liegen alle meistens so bei 11-12%, selbst auch Oatly. Oatly hat auch nicht so einen riesig hohen Anteil drin. Und das gibt wirklich eine sehr vollmundige und cremige Note. Nicht so wässrig. Manche Haferdrinks sind richtig so ein bisschen leicht transparent und wirken eher wie angedickt. Und der wirkt richtig schön vollgepackt. Und ohne Zuckerzusatz steht hier auch nochmal extra. Alpro macht ja gerne immer mal Zucker in Sachen. Deswegen gut, dass es hier steht. Und das ist jetzt die Naturvariante. Den haben sie auch noch in glutenfrei, was ich nicht ganz verstehe, weil Hafer ist eigentlich immer glutenfrei, aber gut. Und der Preis ist auch absolut unschlagbar. Das ist der günstigste von allen, den ich je irgendwo gesehen habe. Und er kostet 99 Cent. Genau, hier haben wir sogar, und das ist auch noch Bio, hier haben wir sogar Vollkornhafer drin. Leider Sonnenblumenöl, das ist nicht so gut, da Sonnenblumenöl zu viel Omega-6-Fettsäuren hat, die im Körper Entzündungen auslösen. Also besser ist für uns immer mehr Omega-3-Fettsäuren, wie in Leinsamen oder Leinsamenöl, in Walnüssen oder auch Fisch. Meersalz, und das war's. Also sie haben sogar Meersalz rein und kein billiges Speisesalz. Wesentlich besser für den Blutdruck. Ja, das ist einfach ein super Produkt. Ich persönlich habe das nie ganz verstanden, warum dieser Hype auf Oatly so da ist. Hat für mich nie besser geschmeckt als alle anderen und ist einfach wahnsinnig teuer. 2 Euro. Und natürlich ist das ja 1 Liter. Also so sind die Mengen meistens. Mittlerweile gibt es sogar Haferdrink oder Hafermilch. Auch im Bioladen in der Glasflasche. Sehr, sehr cool. Als nächstes, es bleibt eigentlich sehr haferig hier heute. Zumindest bei den Produkten, die ja noch Inhaltsstoffe, also Inhalte drin haben und nicht aufgegessen sind. Als nächstes habe ich hier Müsli. Das ist von der Firma Bioland aus dem Bioladen. Das esse ich aktuell zum Frühstück. Haben sie dann auch gleich in einer Kuchendiagramm, in einem Cake Chart oder Pie Chart und in, ja, wie Kuchenstücken die Körner draufgeschrieben. Wir haben Hafer drin, wir haben Einkorn, wir haben Gerste, wir haben Roggen und Dinkel. Ich persönlich hätte lieber nur Hafer drin haben wollen, weil eben beispielsweise der Dinkel auch wieder Gluten enthält. Der Dinkel ist ein Verwandter vom Weizen. Und was ich mal eine sehr wertvolle Info bei dem Kanal Roh Vegan am Limit fand, liebe Grüße an den Patrick, er hat mal in einem Video erwähnt, dass ja jede Pflanze ihre eigenen Giftstoffe hat, um sich vor Feinden zu schützen. Und er empfiehlt, dass man eher so wenig wie möglich verschiedene Körner oder Getreide in einem Brot
interessant, es scheint eine Kooperation zu sein. Wann eigentlich ist das von der Bolsener Mühle? Und hier unten steht nochmal Bioland. Das sind vielleicht nur irgendwelche Logos oder Abzeichen, Zertifikate. Aber es ist von der Bolsener Mühle. Sagen möchte, die darauf achten, da ist leider Palmfett drin, ungehärtetes. Also wegen des Regenwaldes. Palmfett selber soll gar nicht ungesund sein. Nur das Gehärtete soll wohl so ungesund sein. Eigentlich hat die Palmpflanze auch sehr viele wertvolle Nährstoffe. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man das meidet. Und was mich daran auch noch anzog oder überzeugte, dass auch Leinsamen schon mit drin sind. Das finde ich super. Ich hatte mir letztens auch eine große Packung nur Leinsamen gekauft, weil ich ja hauptsächlich vegan esse und dadurch keinen Fisch esse. Algen mag ich nicht. Und irgendwie möchte ich doch mein Omega-3 ein bisschen reinkriegen und Leinsamen sind ein super Lieferant für Omega-3-Fettsäuren. Sehr gesund für das Blut. Super, dass sie es hier beigemengt haben. Ich mache da noch ein bisschen mehr rein, um es noch mehr aufzuwerten, denn wir haben hier nur 2% Leinsaat drin. Okay, das war dieses Müsli. Und jetzt kommen wir zum Wohlfühl-Müsli Nummer 2. Das ist so das Richtige, wie soll ich sagen? Es ist eigentlich eine Süßigkeit, würde ich eher behaupten, als dass es wirklich so ein gesundes Frühstücksmüsli ist. Das ist die wohl am meisten mitverbreitete zweite Müsli-Firma, die man im Bioladen findet. Und das ist Barnhouse. Bolsener Mühle gibt es auch im Bioladen hauptsächlich, glaube ich, und eben immer Farmhouse. Und das hier ist Barnhouse. Und das ist Crunchy and Friends. Und das ist auch genauso teuer, 4,49 €. Aber ich muss mal kurz schauen. Naja, doch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Beide ein halbes Kilo, also 500 Gramm Inhalt. Und das ist ein Knuspermüsli, wie du es dir schon denken konntest. Das ist vom Namen her auch interessant, dass sie es mit K schreiben. Ein bisschen eingedeutscht. Hier steht es jetzt nur auf Englisch. Mal gucken. Da. Also hier haben wir tatsächlich nur Haferflocken als Getreide drin. 46%. Und dann kommt schon der Rübenzucker. Cornflakes auch. Sonnenblumenöl auch leider wieder. Zartbitterschokolade. Und da in Klammern nochmal Zucker. So Rohrzucker, Kakaomasse, Kakaobutter. Extrudat, in Klammern Reismehl, Gerstenmalzmehl, Meersalz, dann nochmal Zucker, also Reissirup und Meersalz. Und das mixe ich mir jetzt manchmal so ein bisschen mit puren Haferflocken einfach oder eben mit dem eben gezeigten Müsli, weil ich es doch sehr heftig finde, nur pur so mit Milch, also Haferdrink zu essen. Es ist schon ziemlich süß und sehr kompakt. Und hier steht drauf, dass es palmölfrei ist. Aber es steht, glaube ich, nicht eindeutig drauf, dass es glutenfrei ist, oder? Nee, steht nicht da. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht. Es kann sein, dass Gerstenmalz wieder Gluten enthält. Ja, und das ist eine bayerische Firma. Also wer aus Bayern kommt, sich damit vielleicht ganz wohl. Hergestellt in Bayern und Fairtrade Kakao. Ja, und hier haben wir halt richtig dicke Stücken Schokolade drin, als hätte man die Schokolade gehackt, also eine Tafel gehackt und reingehauen.
Süß mit Agavendicksaft und Reissirup, veganer Genuss, ideal als schokoladiger Snack für unterwegs oder zwischendurch. Soweit ich weiß, ist Kakao ein guter Lieferant für Kupfer und Magnesium. Und wir haben hier drin Hafervollkornflocken, 44% Agavendicksaft.
Letztens habe ich es jetzt eigentlich nur im Bioladen oder Reformhaus gesehen. Nicht bei Rewe oder Edeka oder so. Genau, 99 Cent. Gesehen. Vivani hatte extra eine Malerin. Die wird wahrscheinlich, denke ich mal, immer noch dort sein. Also mit der sie zusammenarbeiten. Und diese Malerin erstellt eben diese schönen Designs für jede Schokotafel bei denen. Die normalen Tafeln haben ja immer so ein bisschen eine Art Aquarellbilder, Aquarellmalerei so im Hintergrund, hinter der Schrift. Ob sie das jetzt hier auch gemalt hat. Das könnte auch Computer erstellt sein. Sieht so sehr ein bisschen künstlich aus. Aber da haben sie dann die Malerin richtig gezeigt, wie sie, ich glaube, bei sich zu Hause mit ihrer Staffelei da stand, ihr Bild hatte. Und neben sich die Sorte, diese aktuelle Sorte, für die sie dann eben ein Bild malen sollte und wie sie die dann probiert hat, um sich sozusagen in die Schokolade, mit der Schokolade zu verbinden. Sie verwenden will, für das Bild zu bekommen. Genau. So, als nächstes haben wir hier auch wieder von einer bayerischen Firma Minderleins Mühle in Neunkirchen 91077. Ich glaube, das ist Franken oder Oberfranken. Genau, hier in Franken ist die Heimat von Rosengarten. Genau, ich tendiere immer so sehr dazu, in den Videos erst die Verpackung mir die ganze Zeit anzugucken, anstatt sie erstmal zu zeigen. Entschuldigung. Hier haben wir Bio-Waffelstückchen, Cornflakes und Himbeeren in veganer Schokoladenkuvertüre. Bio-Waffelstückchen. Geschafft. Ich weiß nicht, ob ihn. Egal.
Die sind sehr, sehr lecker. Die schmecken extrem toll nach Himbeere, obwohl gar nicht so viel drin ist. Es sind, wo steht es? Genau, 4,6%. Sehr viel Fett, 32,9 Gramm auf 100 Gramm, sehr viel. Also sie bestehen eigentlich fast nur aus Fett und Kohlenhydraten. 53,7 Gramm Kohlenhydrate, davon 26,9 Gramm allein Zucker. Also sagen wir, wir haben um die knapp 60% Fett und Zucker und 6 Gramm. 4,5 Gramm auf 100. Die sind auch ziemlich teuer. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die sogar über 4 Euro gekostet haben, ob das 4,99 oder so war. Also ziemlich teuer, 3,99 oder 4,99. Ein sehr, sehr schönes Design, finde ich, mit diesem Naturfarbenen an der Seite. Design und den Himbeeren. Ganz schön gemacht, wie ich finde. Auch die Form der Verpackung finde ich schön. Dieses Spitztütenartige. Ja, das Pink ist auch sehr schön. Als nächstes, das habe ich schon mal in einem vergangenen Video gezeigt, in einem früheren veganen Video. Sieht leider jetzt ein bisschen lediert aus. Störst dich nicht zu sehr daran. Wie gesagt, ich drücke immer meine Pappabfälle zusammen, sodass die Papiertonne nicht zu schnell voll ist. Das sieht leider nicht jeder in meinem Haus so. Gibt auch Leute, die ihre Kartons einfach ungefaltet in die Tonne werfen, sodass nach 2 Tagen der Container schon voll ist. Also, wir haben hier ein bisschen zurückgedrückt. Eispralinen. Bio-Eispralinen. Und die gibt es einmal in der veganen Variante Mango-Maracuja. Das sehen wir hier. Und dann gibt es die auch noch in der Kokos-Variante. Die Form dieser Pralinen. Genau, sehen wir hier vorne. Wie ein Dominostein in etwa von der Größe, ein bisschen größer als ein Stein. Und innen drin dann mit diesem Fruchtmark. Und außen mit extrem leckerer, knackiger
zwischen dem süßlich-fruchtigen in der Mitte und eben dem herben, kakaoigen Außen. Interessant, ich habe erst letztens gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Maracuja und der Passionsfrucht. Und mir scheint, dass das, was hier auf dem Bild zu sehen ist, eher eine Passionsfrucht ist, die schöner, also farbenprächtiger aussieht als eine Maracuja. Die Maracuja hat nicht so diese lila, pinke Hülle, also Schale, sondern sieht, glaube ich, etwas blasser aus. Also interessant, dass sie so draufschreiben. Und ich dachte mal, die Jahre Passionsfrucht ist dasselbe, aber ist es wohl nicht. Genau, und in der Größe unterscheiden sie sich auch noch. Ich weiß nicht mehr, ob die Maracuja größer war oder die Passionsfrucht. Ich glaube, die Maracuja war größer. Mit dunkler Schokolade. Wir haben hier 9 Stück, also immer in 3er Reihen. Quadratisch, praktisch, gut. 135 Milliliter, also nicht in Gramm. Sorbet, also dieser Fruchtmasse. Gelato Classico, die Eismanufaktur GmbH. Sie haben auch noch eine nicht vegane Variante und das ist irgendwas mit Minze. Innen drin mit so einer Minzmilchcreme, genau. Ich bin leider nicht mehr sicher, was die gekostet. Das weiß ich wirklich nicht mehr, aber die waren auch ziemlich teuer. Also ich glaube auch 4,99 oder so. Die sind schnell weggegessen, sage ich dir. Und die gibt es, also die habe ich auf jeden Fall bisher, glaube ich, in jedem Dance-Biomarkt in der Gefrier, also in der Kühlabteilung gesehen. In diesen Truhen, die du aufschiebst unten. Also nicht die stehenden, die Kühlfächer, sondern wirklich die Gefriertruhe beim Eis. Genau. Ansonsten, bei uns gibt es die auch in der Bio Company, glaube ich. Ja, genau. Und die Kokosvariante ist richtig cremig, also sehr, sehr lecker, sehr gut gelungen, wenn man Kokos mag und liebt. Das ist wirklich auch sehr, sehr lecker. Ach, ich habe es vergessen, das noch zu zeigen. Ich habe hier auch noch eine leere, herzhafte Verpackung. Das machen wir gleich zum Schluss. Das letzte süße Produkt, das ich dir noch zeigen möchte, ist eine, ich sage es jetzt mal so, weil es einfach zu eindeutig und offensichtlich für mich ist. Das ist sozusagen eine vegane Joghurette-Imitation. Nur zu ordentlich an der Seite, dann sieht es nicht so liederlich, so ranzig aus. Und das ist das hier von Fantastic Foods. Chaka Berry oder Chaka Berry ist gut. Genau. Also das sind kleine, schlanke Schokoladenriegel. Grammtafel, die stolze 2,99 € kostet. Und die habe ich bei Rewe im veganen Süßigkeiten, in der veganen Abteilung gefunden. Also die mischen dort auch Sojaschnitzel mit zusammen. Also alles, was sie so an veganen Sachen haben, kombinieren sie da in diesen Regalen mittlerweile. Und so viel Auswahl hatten sie vorher nicht, als er noch nicht saniert war. Die haben sie richtig kernsaniert, also die Wände
schmecken auf jeden Fall lecker, sehr fettig. Also Joghurt ist ja eigentlich auch, finde ich, fett pur, wenn man diese isst. Man hat auch hier diese Erdbeerstückchen drin. Was mir bei der Joghurt besser schmeckt, ist, dass die Joghurt noch einen etwas säuerlicher schmeckt. Das peppt das Ganze mehr auf. Die schmecken nicht ganz so säuerlich, dadurch wirken sie beim ersten Reinbeißen, finde ich, ein bisschen langweilig. Könnte man noch upgraden. Und hier haben wir 8 Riegel drin, a 12,5 Gramm. Und auch palmölfrei. Ich weiß jetzt nicht, womit die 2,99 € gerechtfertigt werden, denn es ist nicht mal Bio. Und es besteht zu einem sehr großen Teil, also die Hälfte dieser Tafel besteht fast nur aus Zucker. Wir haben hier auf 100 Gramm 42 Gramm Zucker, ja, und 36 Gramm Fett. Das heißt, wir haben 78 Gramm nur alleine Fett und Zucker. Sehen.
Es könnte eventuell auch bei Edeka gewesen sein. Da bin ich mir nicht sicher. Mir gefällt dieses kompakte Design sehr. Wirkt nicht so verschwenderisch vom Platz, also von den Verpackungsmaterialien her. Ja. Ist eine Firma, die ihren Sitz in München hat. Green Force Future Meat. Fisch GmbH und Fisch GmbH. Tal 12. Wie schön, dass du unser Produkt in den Händen hältst. Mit deiner Wahl beweist du Geschmack. Denn in dieser Packung steckt wahnsinnig leckere Pflanzenpower. Unsere kleine Wunderkugel, die Erbse, hat es in sich. Ist reich an Protein und Ballaststoffen. Auf jeden Fall super. Sehr, sehr gut. Und das war's. Du hast es geschafft. Du hast alles gesehen und gehört. Ich hoffe, dieses Video hat dich entspannt. Vielleicht auch ein bisschen, denn immerhin ist es trotzdem noch ein ASMR-Video. Und ich hoffe, ja, es hat dich ein bisschen inspiriert, auch wenn ich weiß, dass es nicht die besten und hochwertigsten Inhaltsstoffe waren, vor allen Dingen der Zucker und das Sonnenblumenöl. Aber wenn du ansonsten ganz gesund isst, nicht so viel Verarbeitetes und viel frisches Obst und Gemüse, dann kannst du dir das auf jeden Fall super gönnen. Und es schmeckt sehr, sehr lecker. Also mittlerweile kann keiner mehr behaupten, vegan ist nur noch Gras und Steine. Luxusessen mittlerweile. Aber die Industrie lässt es sich auch sehr, sehr gut vergüten. Wirklich extrem gut. Wenn man bedenkt, dass es sich um Obst und Gemüse am Ende handelt oder Getreide. Aber so ist es. Vielleicht braucht es noch seine Zeit. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die pflanzlichen Sachen nicht subventioniert werden vom Staat, so wie Milch- und Fleischprodukte. Dadurch zahlen die Hersteller mehr Steuern. Und ja, so ist das. Muss man für sich selbst entscheiden, ob man so viele Fertigprodukte kaufen will. Kann ich absolut nachvollziehen, wenn du sagst, ist dir einfach zu teuer. Aber hier und da, denke ich, kann man sich sowas mal gönnen. Und ich habe hier ein bisschen gesammelt. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und freue mich, dass du hier warst. Und bis zum nächsten neuen ASMR-Video auf meinem Kanal. Bye, bye. Ciao, ciao.